Wir leben von hier ist neuer Steinwallen. Wir segeln mit Geralt hinein in die Abendsonne, denn wir treffen uns gleich, so hoffe ich zumindest, mit Yennefer und Triss. Die sind schon mal durch ein Portal vorgereist. Ziel ist es, heimlich Avalachs Labor zu finden und zu schauen, was er da eigentlich getrieben hat. Mir ist in zweierlei Hinsicht die Sache ein bisschen nicht ganz geheuer. Der erste Punkt ist, dass wir im Moment Philippa allein gelassen haben, dort auf der Suche nach dem Sonnenstein, der ja nun immens wichtig für uns ist. Da habe ich kein so gutes Gefühl bei. Naja, entschuldigt. Und die zweite Sache ist, dass ja, wir natürlich jetzt Avalach sehr eindeutig misstrauen. Und auch das könnte nochmal auf uns zurückschlagen. Gucken wir mal. So, wo muss ich eigentlich hin? Hier in der Nähe. Okay, da ist unser Ziel. Sind sie hier unten? Ist das eine Höhle? Sieht ganz so aus. Wir haben ja schon alles Mögliche erkundet hier von den Inseln. Sind wir hier auch schon gewesen? Gut möglich. Ja, wir werden sehen, vielleicht erkenne ich es von drinnen wieder. Wir gucken mal. Eingang. So. Okay. Sieht schon nette Golem. Statuen oder... Naja, die können auch gerne mal aufwachen. Der Eingang ist sehr gut geschützt. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Adlan Kerks Inklusion müsste es tun. Kennst du den Zauber noch? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Und wie ich dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Na, na, wir wollen doch nicht sentimental werden. Ja, passt mal auf. Lohnt es sich vielleicht schon, Konstruktöl aufzutragen? Ich weiß nicht, aber was, wir belauschen die gerade ein bisschen, auch ganz unangenehm. Eigentlich, was wir mal tun werden, ist, wir werden wieder ein Absud mal nehmen. Das verschiebt sich hier immer ab und an. Ich würde gerne einfach wieder unser Crit-Absud, oder das ist auch ganz nett. Ah, hier, das war das, glaube ich, Katakan, ne? Das nehmen wir mal. Könnte jetzt ein bisschen heikler werden, das Ganze. Okay, gehen wir zu den beiden. Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Yathar Aligen. Wir ist gut. Wir haben die Wache geweckt. Ich kümmere mich darum. Okay. Ich versuche, durch die Barriere zu kommen. Man hat es ja schon geahnt. Sag mal, was haben wir für eine Bombe da? Wir müssten, glaube ich... Ach komm, wir machen mal die Demerit-Bombe. Oh, das hat Ciri erwischt. Ciri, pass mal ein bisschen auf. Hier. Wir müssen auch aufpassen, weil ich glaube, Quen funktioniert nicht. Schön rein in den Rücken. So, Moment, können wir gut ausweichen. Weil er sehr langsam schlägt. Okay. Das hat schon mal geklappt. Aber wartet mal, ich nehme jetzt das Konstruktöl. Ich vermute mal, hier gibt es noch mehr davon. Wo haben wir das? Mal wieder ausführlich suchen. Ach nee, hier oben ist es direkt. So. Weiter geht's hier. Wie sieht's aus? Wird der andere noch erwachen? Ah, sie hat das Ding aufgekriegt. Komm! Sehr schön. Na dann. Untersuchen wir das Ganze mal. Hier gibt's nur Pilze, aber hier ist tatsächlich das Labor. Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig.
Okay, das ist aber jetzt ein bisschen creepy, oder? Hm. Ja, aber witzig finde ich, dass Ciri jetzt ein... Schau, Geralt! Dass sie jetzt ein schlechtes Gewissen bekommt. So, was hast du gefunden? Da war doch gerade eben jemand hier. Hm. Avalachs Assistent vielleicht? Nein, irgendwie bezweifle ich, dass Avalach einen hat. Hm, ein Destillat. Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Doch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Nee, in der Tat. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Lass mich auch noch mal ein bisschen gucken. Okay, hier ist erstmal nichts Besonderes, so wie es aussieht. Auch in den Schränken nichts. Doch, da liegt irgendwas. Karantiers Fortschritt. Aha. Karantier ist zweifellos der fähigste Navigator, den ich je ausbilden durfte. Doch sein aufbrausendes Temperament und seine Neigung zu idiotischen Risiken machen es fraglich, ob wir ihn je für unsere Zwecke werden einspannen können. Ich weiß, dass Iridin bereit ist, ihn jetzt zu prüfen. Karantier in seinem Stolz nimmt dies sicher als Zeichen des Vertrauens, nicht der Gleichgültigkeit. Das Schicksal seines Vorgängers war ihm offensichtlich nicht Warnung genug. Vielleicht hat er wirklich so viel Zutrauen in seine eigenen Kräfte. Angesichts der Zeit, die ich ihm gewidmet habe, wünsche ich garantiert, dass er es schafft. Okay, das klingt jetzt, ja, das klingt jetzt erstmal nicht sehr kritisch Iridin gegenüber. Im Gegenteil. Hm. Aber die Frage ist, wann kam sein Sinneswandel? Das ist das Entscheidende. Ne? Wie alt ist dieses Schreiben? Das müsste man jetzt eigentlich mitrecherchieren. So, was haben wir hier? Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Ja, mein Gott, er hat lange Haare, Geralt. Jetzt stell dich nicht so an. Habe ich hier noch was übersehen? Nee. Die sind jetzt schon weiter marschiert. Wir gucken noch ein bisschen. Wo sind unsere Damen hin? Hä? Yen! Ach du Schreck, was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott. Das ist... Ach, das ist die Blutlinie des älteren Bluts, oder? Oh krass. Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Ja, krass. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Hm, wollen wir weiter rumwühlen? Ja, irgendwie schon. Sehen wir uns seine Notizen an. Aber ich habe das Gefühl, der taucht hier noch auf. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falka? Hm, einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen.
Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Ich habe echt irgendwie so ein ganz mulmiges Gefühl, hier rumzufühlen. Andererseits, ja, es ist offensichtlich, dass er uns halt viele Dinge auch nicht erzählt, ne? Was ja in gewisser Weise auch sein Recht ist, aber am Ende geht es vor allem um Ciri und was er mit Ciri vorhat. Und da ist jemand hinter der Tür. Was? Warte mal, wir gucken uns aber das hier vorher noch an. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Okay. Hier also erstmal nichts Besonderes. Na, dann schauen wir mal, wer jetzt hinter der Tür ist, wenn er es nicht selber ist. Hallo? Wie seid ihr hier hineingekommen? Wer ist das denn? Wir wollen dir nichts tun. Mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet! Du! Ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Okay. Ah, jetzt. Eigentlich müssten wir jetzt mal. Aber komm, das ist zu interessant. Wir müssen nachfragen. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Okay, also er will sie benutzen. Noch das ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Was ist damit gemeint? Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ah, doch, irgendwie glaube ich der. Bedeutet Avalach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Beruhige dich. Die Elfin hatte recht. Oh, solltest du mich nicht aufmuntern? Du trägst Laras Gen. Daran kannst du nichts ändern. Du hast auch ihr Talent und ihre Kräfte geerbt. Diese Elfin würde ein Jahrhundert ihres Lebens dafür geben, so wie du zu sein. So hat sie aber nicht gewirkt. Du wurdest mit einer großen Gabe geboren. Und nur du kannst entscheiden, wie du sie einsetzt. Ah,
Was ist das? Eine Kette. Lara Dorns. Sie ist schön. Aber... Sie ist dein. Gehen wir. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Also, ich sag mal so, wenn wir wohlgesonnen sind, was Avalach betrifft und die Elfin hier, von der wir immer noch nicht genau wissen, wer sie ist, dann könnte man sagen, er benutzt sie nur oder braucht sie, um Eredin zu besiegen. Ja, das kann ja ihm auch schon reichen. Es könnte aber viel mehr dahinter stecken, das wissen wir nicht genau. Das ist leider jetzt auch nicht deutlich geworden. Nun gut, sie wird ihm wahrscheinlich erzählen, dass wir da gewesen sind. Insofern wird das unsere Beziehung sicher belasten. Aber ich glaube auch nicht so sehr, dass er jetzt von seinem Plan abrückt, uns zu helfen im Kampf. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Ah. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Gut, machen wir. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Ja, an den Friedhof kann ich mich erinnern. Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze.
Nicht so laut. Sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Gerl hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Ja, ich denke, wir haben nichts weiter zu erledigen. Wir sollten gemeinsam zurückreisen. Zurück zum Boot. Mhm. Was habe ich gesagt? Niemand okay. auf den Inseln kann sich mit dir messen. So, das Boot ist noch da. Mal schauen, ob Avalach schon vergessen, was du für uns getan hast. Irgendwas erfahren hat. Du würdest einen guten Seemann abgeben. Das bezweifle ich nicht. Anfängt. Und warum seid ihr hingegangen? Ah. Ihr hättet mich doch auch fragen können. Damit du uns alles über deine Experimente mit dem Gen des älteren Blutes verrätst? Wohl kaum. Ich habe nichts verheimlicht, was uns im Kampf gegen Eredin nützen könnte. Und was das ältere Blut betrifft, ihr wisst alle, dass Ciri außergewöhnlich ist. Der Unterschied ist nur, dass mir klar ist, wie sehr. Vielleicht bist du ja nur von ihr besessen? Wer? Ich? Okay. Er nimmt es erstmal relativ entspannt. Das ist ja ganz beruhigend. Sprechen wir auch nochmal mit ihm. Ja, Geralt? Ja, lass uns das auch nochmal besprechen. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorrans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Hm. Lara Dorn, das ist für ihn von größter Bedeutung, wie es aussieht. Also hast du vielleicht gehofft, Lara selbst kontrollieren zu können, nach all den Jahren? Lara ist tot. Meine einzige Hoffnung ist, dass Ciri ihre Bestimmung erfüllt und überlebt. Hm, schade, okay. Wir können die anderen Optionen jetzt nicht mehr wählen. Leb wohl. Ich hätte doch jetzt noch gerne erfahren, was das für eine Frau gewesen ist. Vielleicht gibt's nochmal die Möglichkeit, darüber zu sprechen? Ja, Geralt. Nee. Leb wohl. Okay. So. Yen? Geralt? Ist das langweilig. Danke, Yen. Bis dann. Hier gibt's nichts weiter Neues. So, Ciri ist mit sich beschäftigt. Vielleicht können wir auch nochmal mit ihr reden. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Auch ich sollte gehen. Gut, wir reden später.
Okay, dann ist die Frage, was wir als nächstes unternehmen. Und ich würde jetzt doch gerne hier die Geschichte mit dem Sonnenstein erledigen. Mal schauen, dass wir Philippa da nicht ganz alleine mitlassen. Bis die Kotzerei anfängt. Wir werden aber, ich denke, uns noch ein bisschen Nachtruhe gönnen. 21 Uhr. Obwohl, nee, kommt. Ich denke, wir sind in einer Situation, wo Zeit jetzt vielleicht nicht... Wo ist mein Boot hin? Ach so, ja. Wir sind ja mit dem Portal. Ja, okay. Kein Problem. Respekt, Hexer. Hier liegt ja noch ein Boot. Wir Pass nehmen das nächste auf, hier. Fremder. Und segeln in die Richtung. Aber erneut kann ich jetzt schon sagen, dass wir, glaube ich, diese Suche, also wenn es eine gemeinsame Suche ist mit Philippa, ich bin gespannt, ob sie da draußen noch am Portal auf uns wartet oder ob sie schon vorgegangen ist. Auf jeden Fall die Sache mit dem Sonnenstein werden wir dann das nächste Mal erledigen. Ich denke, das wird auch wieder eine etwas längere, in sich abgeschlossene Geschichte werden. Deshalb jetzt an dieser Stelle nur noch die Fahrt dorthin. Die zum Glück nicht mehr ganz so weit ist. Oh. Oh. Jetzt fahren wir mitten durch. Wie unangenehm. Kommen wir dran vorbei? Ja, vor uns. Wieder direkt vor uns die Sirenen. Versuchen mal, sie abzuhängen. Wir sind auch gleich da. Ja, hier sind wir schon mal gewesen und sind nicht reingekommen. Sie hat aber, wie es aussieht, das Tor schon geöffnet. Oh ja, alles klar. Gut, ach, wisst ihr was? Ich bin einfach zu neugierig. Ah ne, sie hat es noch nicht geöffnet, sie steht dort. Na komm, wir sprechen sie mal kurz an. Wir machen doch noch ein bisschen. Einfach großartig. Hey, sieh dir das an. Ja, okay, das scheint ja einfach zu gehen. Gehen wir. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Geralt verarscht sie ja richtig. Ist auch ein bisschen gemein, ne? Warte mal, hier ist... Philippa? Hier ist noch was Nettes. Okay, da geht es komplett woanders lang. Na gut, folgen wir mal ihr. Sie weiß schon, was los ist. Riesige Höhle. Hörst du? Mhm. Oh. Und Sirenen. Die uns nicht angreifen? Okay. Ein Ort der Macht. Ah. Was hat sie gesagt? Du bist nicht ihr Typ. So, jetzt greift sie doch kurz hier an. Du verdienst nicht zu leben. So, einer ist hier irgendwie noch. Sie wurde von Ertrunkenen beschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern. Ja, vor allem will ich... Das Medaillon vibriert. Will ich kurz das mal hier Ort der Macht zum Ort der Macht gehen. Philippa, so viel Zeit muss sein. Okay, jetzt ist auch erstmal wieder Ruhe. Gut.
ich würde sagen, das ist jetzt ein schöner Moment. wir sind drin, wir haben Philippa getroffen, sie ist Gott sei Dank nicht beim Sonnenstein und wir können erstmal eine Pause machen und werden den dann gemeinsam mit ihr das nächste Mal hoffentlich finden. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.